Präsident. Guten Morgen. Herr Söder, wir haben es gerade im Beitrag gehört. Sie sprechen in der Asyldebatte von Asyltourismus. Wen meinen Sie eigentlich damit genau, wenn Sie von Asyltouristen sprechen? Nun, zunächst mal wundert mich, dass auch in dem Vorbeitrag überhaupt kein einziges Wort, über die tatsächlichen Probleme angesprochen sind, um die es geht. Es wird versucht, Zuspitzungen zu machen, zum Teil auch mit sehr, sehr klaren Meinungsäußerungen. Schauen Sie, die Sache ist doch ganz einfach. Wir haben eine eigentlich klare Rechtssituation in Europa, dass jemand, der in Europa ankommt, jemand, der einen Asylantrag stellt, dort auch diese Asylverfahren durchführen muss. Das findet aber nicht statt. Die Mehrzahl kommt dann nach Deutschland und wandert sozusagen, obwohl das europäische Recht vorgibt, dass es in dem jeweiligen Ankunftsland sein muss. Und Deutschland hat tatsächlich im Jahr 2015 eben entschieden, dass das europäische Recht nicht mehr angewandt wird. Und deswegen muss auch dieser Zustand neu justiert werden. Wir müssen eine Rückkehr zu europäischem Recht, aber auch zu deutschem Recht wieder haben. Zuspitzung, das trifft natürlich auch auf das ein oder andere Gesagte von Ihnen zu. Und deswegen haben wir uns einfach mal Ihre Sprache auch genauer angeschaut. Über Inhalte werden wir schon auch noch sprechen. Es geht ja um Werte, die hinter einer Kommunikation stehen. Sie rufen doch mit dem Begriff Asyltourismus eine Assoziation hervor. Und zwar, dass Asylbewerber wegen Urlaub und Entspannung zum Beispiel nach Deutschland kommen und nicht wegen der Lage in ihren Heimatländern. Dessen sind Sie sich, tippe ich mal, bewusst. Also was wollen Sie mit solchen Worten erreichen? Denn sachlich ist es nicht unbedingt. Ich finde schon, dass das ein zulässiger Begriff ist und finde es umgekehrt etwas merkwürdig, dass wir in Deutschland uns über solche Themen unterhalten, anstatt beispielsweise über die Tatsachen, dass wir in Deutschland nicht in der Lage sind, Menschen, die kein Bleiberecht in unserem Land haben, zurückzuführen. Denken wir an Leibwächter von Osama Bin Laden. Denken wir an die absurde Situation, dass jemand, der hier einen Mord begangen hat, nicht in den Irak abgeschoben werden konnte, aber dorthin jederzeit ohne Probleme flüchten konnte. Denken wir an die Situation, dass wir eigentlich eine klare Rechtssituation haben, dass jemand, der hier übrigens auch, weil er vielleicht gewalttätig war, das Land verlassen musste, ein Einreiseverbot hat, aber die Bundespolizei nicht in der Lage war und nicht durfte, diese Einreise erneut zu verhindern, um ein neues Asylverfahren zu stellen. Dies sind alles Dinge, die die Bürger empören, die die Bürger verunsichern und in der es jetzt Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit des Staates braucht. Und ich glaube, wir verwenden die Worte sehr, sehr verantwortungsvoll. Aber es geht jetzt nicht nur um Worte, es geht auch nicht nur um Mahnen. Es geht um Machen, Entscheiden und Handeln. Aber Sie wissen auch, dass sprachliche Metaphern natürlich die Welt begreifbarer machen. Und Sie sollten dann, wenn Sie sie benutzen, auch stimmen. Mit Begriffen wie Asyltourismus, Asylgehalt, Anti-Abschiebeindustrie und so weiter ähneln Sie im Jargon jedenfalls der AfD. Kopieren Sie in Teilen diese Partei, weil Sie, jetzt spitze ich es auch zu, Angst haben, die absolute Mehrheit in Bayern bei der Landtagswahl zu verlieren? Wissen Sie, was mir wirklich Sorge macht? Mir macht jetzt nicht die Sorge einer einzelnen Wahl. Mir macht Sorge um die Demokratie in Deutschland. Seit 2, 3 Jahren haben wir diese Belehrungsdemokratie. Also es wird ständig den Leuten erzählt, ihre Ängste, wenn es um Kriminalität geht, wenn es um kulturelle Identität geht, das seien eigentlich falsche Ängste. Die Leute müssten einfach nur mal sich weiterentwickeln, geistig und moralisch weiterentwickeln, dann würden sie schon verstehen. Andere Ängste beispielsweise, wie wir es in Bayern diskutiert haben, um ein Polizeiaufgabengesetz, das sind aber gute Ängste. Da muss man sozusagen auch Widerstand leisten. Herr Söder, mich stört machen Sie diese nicht die Unterscheidung? Entschuldigen Sie, dass ich Sie an der Stelle unterbreche. Machen Sie nicht vielmehr diese Unterscheidung? Denn das, was Sie gerade beschreiben, das mag vor 3 Jahren wirklich so gewesen sein, aber die Zeiten sind doch längst vorbei. Die Menschen und Bürger können sich doch zu allem äußern. Und nicht nur im ZDF-Morgenmagazin, in vielen Nachrichtensendungen wird über innere Sicherheit, wird über Kriminalität, wird über die Sorgen und Ängste der Bürger doch gesprochen. Seit fast 3 Minuten diskutieren wir darüber, ob das Wort Asyltourismus aus Ihrer Sicht ein ausreichendes Wort ist, ob man nicht eine andere Vokabel verwenden sollte. Und wir kommen noch gar nicht zu der substanziellen Frage, was sich in diesem Land eigentlich wirklich verändern muss. Und das treibt die Leute um. Ich glaube auch, dass es die Zuschauer noch mehr interessiert. Was passiert jetzt beispielsweise bei einem EU-Gipfel? Kommt es zur Entscheidung? In der Tat haben Sie recht. 2015 ist gesagt worden, soll sich nicht wiederholen. Dazu braucht es jetzt aber Maßnahmen. Wir in Bayern haben einen Asylplan vorgelegt. Horst Seehofer hat einen Plan vorgelegt mit sehr substanziellen Verbesserungen für unser Land und die Situation. Und es kommt jetzt einfach darauf an, ob wir die Kraft finden, es umzusetzen oder ob wir wieder auf halbem Wege stehen bleiben.
Mir ging es nicht um den Inhalt am Anfang, sondern um die Verantwortung, die ein Politiker trägt in Bezug auf die Sprache, die er benutzt. Lassen wir mal die Rhetorik beiseite. Das mag, wie auch Wolfgang Thierse es im Beitrag ja auch gesagt hat, an der einen oder anderen Stelle hochgepeitscht und wenig sachlich sein. Aber das andere ist die Frage, was stimmt und was stimmt nicht. Hören wir mal ganz kurz in Ihr Interview von Montag mit Marietta Slomka rein. Weil Deutschland im Jahr 2015 mit einer einseitigen nationalen Entscheidung, seine Grenzen aufzumachen, die europäischen Partner damals allein gelassen hat. Herr Ministerpräsident, die Kanzlerin hat darauf im Grunde auch geantwortet in einer Pressekonferenz am Montag und sie hat Folgendes gesagt. Bei der Gelegenheit darf ich vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass das Handeln am 4. September damals keine unabgestimmte unilaterale Maßnahme war, sondern dass der österreichische Bundeskanzler Faymann von dem ungarischen Ministerpräsidenten Orbán kontaktiert worden war, dass Herr Faymann Deutschland gebeten hat, bei der Herausforderung mitzuhelfen, dass die Außenminister damals gerade bei einem europäischen Außenministerrat anwesend alle miteinander gesprochen haben, dass das Auswärtige Amt dann noch mal völkerrechtlich einen Blick drauf geworfen hat und zu sagen, dass in einer Ausnahmesituation so etwas möglich ist. Herr Söder, Sie sprechen von Alleingang. Die Kanzlerin dagegen beharrt darauf, dass sie sagt, es waren nicht unabgestimmte Maßnahmen. Einer von beiden lügt. Oder ich frage anders, wer sagt die Wahrheit? Eines war ganz klar, wir haben damals uns alle dann, die CSU und die Staatsregierung, war ja nicht informiert in der Entscheidung, wie sich ja im Nachhinein bestätigt hatte, man nicht informiert darüber. Aber im Nachhinein hat jeder gesagt, okay, eine einzelne humanitäre Maßnahme kann man machen, aber das darauffolgende dauerhafte Offenhalten der Grenzen, die Diskussionen darüber, dass Deutschland eigenes Recht nicht mehr angewandt hat und damit auch natürlich diese ganz besondere Migrationsbewegung auch noch verstärkt hat, das waren natürlich Entscheidungen, die von uns getroffen wurden. Und das haben wir viele europäische Partner danach auch kritisiert. Und erst am Ende, als einseitige nationale Maßnahmen getroffen wurden, am Balkan selber, von Ländern wie Ungarn oder Mazedonien, konnte die Herausforderung besser in den Griff bekommen werden. Also ist doch eines ganz klar. In der Zeit damals sind Fehler gemacht worden. Das wurde übrigens ja auch bestätigt, mehrfach. Und der österreichische Bundeskanzler, von dem Sie gerade gesprochen haben, ist ja deswegen auch nicht mehr im Amt, sondern es hat sich Veränderungen ergeben. Und wenn wir es nicht schaffen, endlich wieder die Sorgen der Bevölkerung ernst zu nehmen, dann werden wir eine ganz andere Veränderung der Demokratie haben. Das übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen, ist die größte Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir das am Ende nicht Populisten überlassen, sondern endlich auch die Kraft haben, in unserem Land Veränderungen herbeizuführen. Sie haben Ihre Sprache auch gerade verändert, denn Sie haben gerade gesagt, das Offenhalten der Grenzen, sonst sagen Sie gerne in Interviews, nämlich, dass die Grenzen damals geöffnet wurden, was natürlich nicht stimmt, denn die Grenzen waren offen. Kommen wir zu Ihrem 63-Punkte-Plan. Das ist ja spannend, denn der lag gestern, ich weiß nicht, ob sich es mittlerweile verändert hat, noch nicht einmal dem Fraktionsvorsitzenden der Union vor, Volker Kauder, der war bei uns zu Gast. Warum haben Sie eigentlich das alles, was Sie jetzt vorlegen oder vorlegen werden, nicht schon bei den Koalitionsverhandlungen angesprochen? Es lag doch auch da schon auf dem Tisch. Zunächst einmal ist nicht mein Plan, sondern der von Horst Seehofer, den ich aber sehr unterstütze. Ja. Also sollten Sie ein bisschen, wenn Sie auf Stil achten, auch genau an der Stelle konsequent sein. Das Zweite ist aus meiner Sicht auch sehr klar. Diese Dinge sind ja alle dem Kanzleramt, liegen dem Kanzleramt vor, wurden ja alle schon besprochen. Ist ja auch eine Zusammenfassung all der Dinge, die wir sowohl in Koalitionsverhandlungen diskutiert haben, als auch diejenigen, die sich in den letzten Monaten aufgrund der Weiterentwicklung der Situation ergeben haben, dass wir jetzt handeln müssen. Also ein umfangreiches Paket. Unser bayerischer Asylplan setzt ja darauf auf oder führt auch dazu, dass wir sehr eigenständige Maßnahmen machen, um Entscheidungen schneller voranzubringen im Land und auch selbstständig abschieben zu können. Wir haben jetzt auch gemeinschaftlich beschlossen in Bayern beim Parteivorstand der CSU, dass der Bund auch unserer eigenen Grenzpolizei erlauben soll, die Möglichkeit zu haben, Selbstkontrollen durchzuführen. Also wir geben uns wirklich alle Mühe, Verbesserungen im Land zu erreichen. Und die SPD will das auch, möglicherweise mit einem anderen Weg, weiß aber gar nicht, wie ihr Weg genau aussieht. Denn wie gesagt, die 63 Punkte liegen irgendwie nicht vor. Deswegen will die SPD nun einen Koalitionsausschuss. Sie wollen auch einen Koalitionsausschuss und zwar zum Thema Eurozone-Budget, weil sie einbezogen werden wollen. Das alles steht ja aber auch schon, was die Kanzlerin da angedeutet hat, im Koalitionsvertrag. Das hat sie dann noch einmal wiederholt in einem Interview mit der FAS. Was stört Sie daran jetzt eigentlich? Weil die Fakten müssten Sie doch kennen. Ja, zunächst einmal, was ist das jetzt eine Frage oder eine Meinung von Ihnen? Aber ich glaube, im Endeffekt geht es doch darum, dass Sie über milliardenschwere
Dinge verhandelt wird, die ja den deutschen Steuerzahler betreffen, den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, und die eine Veränderung der Finanzarchitektur in Europa bedeuten könnten. Und es entsteht auch der Eindruck, jedenfalls die Skepsis ist da, dass die beiden Dinge, die jetzt miteinander verknüpft werden könnten, Finanzen und Asyl, doch einen faden Beigeschmack geben können. Also eines ist zunächst mal klar, wir brauchen Stabilität in Europa nicht durch immer mehr Geldzahlungen, sondern durch Reformen der jeweiligen Länder. Wir wollen keine Schuldengemeinschaft haben. Es kann auch nicht sein, dass europäische Finanzinstrumente entwickelt werden, um beispielsweise italienische Banken zusätzlich zu retten, die nun wirklich in Italien gelöst werden müssen. Das sind Dinge, die besprochen werden müssen. Und es stellt sich auch die Frage, warum werden solche riesigen Finanzfragen diskutiert, ohne dass die Koalitionspartner konsultiert werden? Deswegen ist es auch gut, dass es jetzt einen Koalitionsausschuss gibt.